Ich möchte euch erstmal ganz herzlich begrüßen im Namen von der Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen im Abgeordnetenhaus, aber auch in meinem Namen. Ich bin June Tomiak, ich bin Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus der Grünen-Fraktion hier im Haus und habe die Veranstaltung heute organisiert. Und genau, ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind und sogar noch jemand. Genau. Ihr seid wahrscheinlich alle aus dem Grund da, dass euch das Thema interessiert. Ich glaube, gerade auch mit dem sogenannten Rechtsruck in der Gesellschaft ist das Thema Faschismus. Was heißt das eigentlich? Hat das was damit zu tun, was jetzt gerade in den Parlamenten passiert? Ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir Matthias Wörsching als Referenten gewinnen konnten. Er ist Autor vom Blog faschismustheorie.de und ist Autor eines Buches, was demnächst im Theorie.org Verlag erscheinen wird, auch zu Faschismustheorien. Und der wird uns heute einen Input geben und danach gibt es die Möglichkeit, dass wir noch Fragen stellen können und ein bisschen diskutieren können. Genau, und ich würde jetzt direkt an Matthias übergeben und wünsche uns einen guten und spannenden Input. Ja, vielen Dank, June. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Einladung. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. In der Tat, viele Leute hier, sehr erfreulich. Normalerweise kommen zu meinen Veranstaltungen deutlich weniger. Also es ist schon eine der größeren, die ich bisher bestritten habe. Und das liegt natürlich daran, dass Faschismustheorie ein theoretisches Thema ist, dass da kommen oder da werden jetzt von mir weniger die steilen, kontroversen Thesen kommen, über die man sich nächtelang den Kopf heiß diskutieren kann und keine brandaktuellen Rechercheergebnisse, sondern es geht tatsächlich darum, von den aktuellen politischen Fragestellungen und Kämpfen ein Stück weit zurückzutreten und sich die Zeit zu nehmen, über Begriffe und Kategorien und eben über diese theoretische Tradition nachzudenken und sich zu informieren, die sich mit dem Begriff der Faschismustheorie verbindet. Warum ich jetzt seit mehr als 10 Jahren mich diesem Thema widme, also ich widme mich insgesamt dem Thema Faschismus, wenn man so will, auf unterschiedlichen Ebenen schon deutlich länger als privater Mensch, der politisch aktiv ist, auch beruflich habe ich damit zu tun, aber warum ich wissenschaftlich dazu seit nunmehr mehr als 10 Jahren arbeite, hat damit zu tun, dass ich wirklich der Meinung bin, dass die Faschismustheorien uns helfen können, Erscheinungen auf dem Feld der extremen Rechten besser zu untersuchen, zu vergleichen, einzuordnen, einzuschätzen. Diese Theorien versorgen uns mit Begriffen und Modellen, die uns in den heutigen Problemlagen helfen können. Und sie sind ein bisschen wie Brillen, die man sich aufsetzen kann und dann erkennt man bestimmte Dinge besser an dem, was uns heute auf dem Feld der extremen Rechten begegnet. Bei solchen Theorien oder solchen theoretischen Sehhilfen und Brillen ist immer das Problem, dass sie unseren Blick für bestimmte Seiten der Realität und für bestimmte Aspekte schärfen, uns hingegen den Blick aber auf andere auch wiederum verstellen können. Also Theorien haben normalerweise unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Darum finde ich es wichtig, die unterschiedlichen Faschismustheorien sozusagen in einen offenen Dialog miteinander treten zu lassen, unterschiedliche Stränge vorzustellen und nicht immer bewertend aufzutreten und zu sagen, hier ist eine gute, hier ist eine schlechte Faschismustheorie. Die meisten davon haben wertvolle Erkenntnisse geliefert, die auf ihrer Strecke von Nutzen sein können. An dieser Stelle ist es Zeit, aber auch noch mal kurz zu sagen, dass die Faschismustheorie, so wie sie sich in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, ein schrecklich männlich dominiertes Theoriefeld ist. Es gibt tatsächlich in meinem Wissensstand nach ganz wenig weibliche Autorinnen, die sich mit Faschismustheorie beschäftigt haben, was allerdings nicht heißt, dass es nicht jede Menge Themenfelder gibt, die mit Faschismus irgendwie zu tun haben, wie zum Beispiel Rassismus oder Geschlechterverhältnisse oder Nationalismus, wo es jede Menge wichtiger Autorinnen gibt. Aber auf diesem Feld, so wie es sich traditionell formiert hat, wie es abgegrenzt wurde und wird, sind tatsächlich sehr wenig Frauen bedauerlicherweise präsent. Wenn jetzt also im folgenden Vortrag sehr wenig Autorinnen als Bezugspunkte genannt werden, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich die irgendwie absichtlich oder unabsichtlich weggelassen hätte, sondern damit, dass sie tatsächlich dramatisch unterrepräsentiert ist, was ich sehr bedauerlich finde. Und ich bin durchaus auch dankbar für Anregungen oder Hinweise auf Bücher und Autoren, die mir vielleicht bisher entgangen sind. Dieses Unterrepräsentiertsein von Frauen in der Faschismustheorie heißt aber nicht, dass Themen wie Geschlechterforschung, Geschlechterbilder, Männlichkeit und dergleichen in der Faschismustheorie unterrepräsentiert werden. Ganz im Gegenteil, diese Themen spielen in der Faschismustheorie eine ganz wichtige Rolle. Die kommen auch sehr zentral und sehr zu Anfang in meinem Vortrag vor, aber auch hier sind es nun mal wieder bestimmte männliche Autoren, die da die wichtige Vorarbeit gelegt haben. Dies vielleicht am Anfang zur Erklärung.
Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wieso sollen wir unsere theoretische Beschäftigung mit der extremen Rechten nun ausgerechnet am Faschismusbegriff irgendwie andocken? Warum müssen wir uns mit Faschismustheorie beschäftigen? Wir könnten genauso gut möglicherweise auch andere Begriffe, etwa den des Nationalismus oder des Rassismus, als Ankerpunkt nehmen und von dort aus Theorie betreiben. Warum Faschismus und Faschismustheorie, oder warum der Faschismusbegriff, warum sich die Faschismustheorie etabliert haben in der Forschung, hat damit zu tun, dass viele, viele Menschen auf der ganzen Welt vor ungefähr 100 Jahren das Gefühl hatten, dass ein besonderer Typ von Organisation und Partei und Regime entstanden war, und zwar kurz vor und nach dem Ersten Weltkrieg, der nicht einfach nur ähnlich schlimm und grausam und mörderisch war wie die Formen von Nationalismus und Rassismus und Imperialismus, die man vorher schon kannte, sondern viel, viel schlimmer noch. Gewissermaßen eine Vervielfachung der bedrohlichen Potenziale, die sowieso schon in Nationalismus, Rassismus und so weiter angelegt waren. Für diese Ausformung bedrohlicher Potenziale, für diese spezielle Zusammensetzung und Radikalisierung von Nationalismus, Rassismus und anderen Ungleichheits- und Ungleichwertigkeitsideologien, mehr wurde der Begriff des Faschismus geprägt. Und damit sind wir auch schon mitten in dem Ursprung des Faschismusbegriffs, der da nämlich liegt in Italien nach dem Ersten Weltkrieg. Faschismus heißt übersetzt Bundismus. Es geht hier um ganz bestimmte Bünde, nämlich um männliche Kampfbünde. Wir sehen hier ein Bild von ihnen. Fasci di Combattimento, die erste faschistische Terrororganisation und Miliz, die nach dem Ersten Weltkrieg in Italien auftrat, unter dem Führer Mussolini, und die von diesem ersten Auftreten an mit brutaler Gewalt gegen ethnische Minderheiten und gegen die Linke in Italien vorgegangen ist. Also hier ging es um systematischen, brutalen Terror, den diese uniformierten, mit schwarzen Hemden uniformierten Banden und mit Messern und Schlagstöcken und anderen Waffen ausgerüsteten faschistischen Milizen gegen ihre Gegner, ihre politischen Gegner und gegen Minderheiten in Italien ausgeübt haben. Hier zeigt sich gewissermaßen das Urbild des Faschismus, könnte man sagen, nämlich ein kriegerischer Männerbund oder ein männlicher Kampfbund, der mit gewissen militärischen Formen wie Bewaffnung, einem mehr oder weniger charismatischen Führer, einer mehr oder weniger einheitlichen Uniformierung brutale und systematische Gewalt gegen Gegner und Minderheiten ausübt. Dieses Bild hat in der Geschichte der letzten 100 Jahre immer wieder Menschen dazu gebracht, so ähnliche Erscheinungen als Faschismus zu bezeichnen. Und ich habe hier mal ganz wild und unsystematisch ein paar Bilder solcher männlichen rechtsextremen Kampfbünde aneinandergereiht. Nach diesen Schwarzhemden in Italien nach dem Ersten Weltkrieg, die Nazi-Braunhemden der SA, die ab Anfang der 20er Jahre in Deutschland aufgetreten sind und die sich in ihrer Uniformierung und auch in ihrer Organisation ganz eng und direkt an das Vorbild der italienischen Schwarzhemden angelehnt haben. Ein ganz weiter Sprung nach vorne zu den italienischen Neofaschisten der Bewegung Casa Pound Italia, die sich hier auf den Straßen Roms in unseren Tagen als männlicher Kampfbund, Straßenkämpfertruppe inszenieren, hin zu einer völlig anders gearteten Abteilung argentinischer Hammerskins, also radikal rassistischer, neonationalsozialistischer Leute, die auch mit einer gewissen Form von Uniformierung und einem leicht bedrohlichen Auftreten und einer Geschlossenheit sich hier in Szene setzen. Zu der ungarischen Garde, der Parteimiliz der neonazistischen Jobbik-Partei in Ungarn, die sich in ihrem Auftreten ganz eng an die historischen Vorbilder aus der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg anlehnen, also mit den Uniformen und Mützen und Hemden und so weiter. Und schließlich auch als Erscheinungsform davon schwarzgewandete, sogenannte autonome Nationalisten bei irgendeinem Nazi-Aufmarsch der 2010er Jahre irgendwo in Deutschland. Diesen kriegerischen Männerbund oder diesen männlichen Kampfbund, rechtsextremen Kampfbund, können wir gewissermaßen so als Kern oder als Urbild von Faschismus annehmen. Und wir sind hier sozusagen schon mitten in dem, was Männlichkeit und Faschismus miteinander verbindet. Diese Organisationsform des Kampfbündes wird von einer ganz bestimmten Sorte
Männer in erster Linie bevorzugt. Die finden sich in diesen Gruppierungen wieder. Und solche Gruppierungen stehen normalerweise am Anfang der Geschichte eines jeden Faschismus. In Italien nach dem Ersten Weltkrieg waren das Berufssoldaten, Elitesoldaten, Offiziere, begeisterte Nationalisten, die nach dem Krieg sich da zusammengefunden haben in diesen Kampfbünden. Und wir haben immer wieder die ganze Geschichte des Faschismus hindurch, haben wir so Ex-Soldaten oder Polizisten oder Leute, die so eine ganz innige Beziehung zu Militär, zu Waffen, zu Krieg haben, überdurchschnittlich stark in den Reihen der faschistischen Organisationen vertreten und halt in diesen Kampfbünden auch vertreten. Da wäre ich dann auch schon bei dem ersten wichtigen Faschismustheoretiker, den ich vorstellen wollte heute. Das ist der Psychologe und Literaturwissenschaftler Klaus Teweleit, der 1977, 1978 ein großartiges Buch namens Männerfantasien herausgebracht hat, wo er einen ganz bestimmten Typ von Männlichkeit beschreibt, der in unserer Gesellschaft massenhaft hervorgebracht wird. Die soldatische Männlichkeit. Ich habe hier mal auch ganz wahllos einige wenige Bilder von soldatischer Männlichkeit herausgesucht. Sie stammen alle aus dem Kontext des Nationalsozialismus. Auf der linken Seite sehen wir einen Kriegshelden des Ersten Weltkrieges, der nach dem Ersten Weltkrieg dann Karriere in der Nazi-Bewegung machte und zu so einer Art Aushängeschild wurde. Das andere Bild, da geht es darum, Burschenschaftler, also kriegerische Männer aus dem universitären Kontext, nationalistische Männer, zum Eintritt in die Nazi-Wehrmacht zu bewegen. Man sieht, wenn der Burschenschaftler noch als Burschenschaftler dargestellt ist, dann ist seine Waffe so niedergesenkt, ist er dann aber Teil der Armee, dann steht die Waffe auf einmal aufrecht und zum Angriff bereit. Er hat damit auch gewissermaßen sozusagen seinen Status als aufrechter und kampfbereiter Mann verbessert. Und auf dem Bild ganz rechts hat es sozusagen einen Wehrmachtssoldaten, der auch wieder ganz aufrecht, stark, breitbeinig, mit geradem Rücken dasteht. Und die Bildunterschrift sagt schon, Aufopferung für die Nation ist hier das, was gefragt wird. Diese soldatische Männlichkeit, die wird von Teweleit in dem Buch Männerfantasien ganz hervorragend beschrieben und analysiert. Ich kann an der Stelle, so wie bei den anderen Bezugnahmen auf irgendwelche Theoretiker, nur sehr grob ein paar kleine Hinweise geben. Das sind Männer, die häufig aus einer sehr autoritären Erziehung kommen, die niemals einen positiven Umgang mit eigenen Gefühlen, mit der eigenen Körperlichkeit erlebt haben, die sich immer bedroht fühlen, und zwar sowohl von eigenen Gefühlen als auch von bestimmten Einflüssen aus der Umwelt, also namentlich von selbstbewussten Frauen oder auch von Linken, von allem, was so ihre eingeschliffenen Weltbilder und eingefahrenen Denkmuster in Bedrohung bringt oder dem widerspricht, und die sich deswegen immer ganz hart und stark machen müssen und sich gewissermaßen einen regelrechten Panzer ihrer selbst zulegen. Also die richtig ihren Körper sozusagen mit einem sogenannten Körperpanzer versehen. So wurde diese Art von faschistischem Körper in der Theorietradition immer wieder genannt. Also haben wir diese soldatischen Männer in den männlichen Kampfbünden, so im Kern eines jeden Faschismus, am Anfang auch der Entstehungsgeschichte eines jeden Faschismus. Und es scheint, als könnte man aus diesen männlichen Kampfbünden noch einiges mehr an Erkenntnis gewinnen, ja, über das Wesen des Faschismus. Wir sehen, dass die Faschismen nicht einfach nur, oder diese faschistischen Männer in ihren Kampfbünden nicht einfach nur die politischen Gegner bekämpfen wollen oder diejenigen Gruppen bekämpfen wollen, die sie als irgendwie schädlich, gefährlich oder so für die eigene Gruppe, für die Nation klassischerweise ansehen, sondern ihre Feindschaft steigert sich regelmäßig zu einem regelrechten Vernichtungswillen gegen diese Gruppen. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der die Faschisten auch unterscheidet von anderen rechten und extrem rechten Bewegungen, denen es manchmal genügt, die zu unterdrücken, zu vertreiben. Hier haben wir einen terroristischen Willen zur Vernichtung. Dabei verstehen sich die faschistischen Männer mit ihren Kampfbünden immer als Rebellion und als Revolte gegen das System. Die wollen sozusagen nicht einfach nur Forderungen stellen an die politische Führung, sondern sie nehmen die Dinge selber in die Hand. Sie sagen, die gegenwärtige politische Führung im Staat ist nicht in der Lage,
unsere Interessen zu vertreten. Wir müssen das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen, gewalttätig gegen die Feinde vorgehen. Und da sind sie immer sowohl gegen die, ja, das politische Establishment gerichtet, als auch gegen die politische Linke. Sie haben immer diese doppelte Richtung ihrer Feindschaft und ihrer Gewalt. Ich wollte gerne versuchen, im Laufe des Vortrags immer wieder auf heutige Erscheinungen der extremen Rechten zurückzukommen und immer ja, einen Vergleich zu machen, inwieweit wir diese Modelle auch vielleicht bei heutigen Erscheinungen im Feld der extremen Rechten finden. Und ich hatte mir gedacht, dass ich vielleicht die Partei AfD als Bezugspunkt nehme und immer mal wieder gucke, wo finden sich da bestimmte Elemente oder wo auch nicht. Und es liegt auf der Hand, dass die AfD, so wie sie heute unterwegs ist, keine männlichen Kampfbünde, keine Parteimiliz auflegt. Also diese Partei ist noch nicht in dem Modus einer Antisystemrebellion oder vielleicht in dem eigenen Verständnis sogar so nationalistischen Revolution oder so, sondern die ist größtenteils oder die ist als Partei zum größten Teil immer noch so unterwegs, dass sie bestimmte Forderungen an das politische System stellen. Sie stellen Forderungen nach Reformen im nationalistischen, rassistischen, autoritären und so weiter Sinn. Wir haben aber trotzdem in der aktuellen extremen Rechten so tastende Suchbewegungen hin zu dieser Form des männlichen Kampfbundes. Die Mentalität, die finden wir sowieso überall. Also wir finden aggressiven Antifeminismus und Sexismus, wir finden bestimmte Vorstellungen von durchsetzungsbetonter Männlichkeit wirklich überall in der extremen Rechten, auch überall in der AfD, also an der entsprechenden Mentalität oder an dem Rohmaterial für die soldatische Männlichkeit und für den faschistischen Kampfbund. Da mangelt es nicht, aber es findet noch nicht in der Breite und in der Masse seinen Ausdruck in so einer milizartigen Organisation. Es gibt aber, wie gesagt, diese tastenden Suchbewegungen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an den Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, als Land auf, Land ab so Bürgerwehren entstanden, die sich zum Ziel gesetzt hatten, selbst ermächtigt und auch mit rudimentärer Bewaffnung Patrouille zu laufen in den Städten und Ortschaften und gegen Migrantinnen und Migranten vorzugehen. Es gab diese Aufrufe, selber an den Grenzen Deutschlands und an den Grenzen der Europäischen Union aktiv zu werden und mit Gewalt Flüchtlinge daran zu hindern, Europa und Deutschland zu betreten. Und es gibt auch Länder in Europa, wie zum Beispiel in Bulgarien, wo solche faschistischen oder solche, sagen wir erstmal, solche männlichen rechtsextremen Kampfbünde unterwegs sind und genau das auch machen. Und deutsche Rechtsextreme sind dort hingefahren, haben sich als Fans dieser Leute gezeigt, haben sich mit ihnen abfotografieren lassen. Und wir sehen auch beispielsweise diese identitäre Bewegung, die wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein wird, die auch unterwegs war, selber ein Schiff zu organisieren, im Mittelmeer herumzufahren, auf eigene Faust Flüchtlinge am Betreten Europas zu hindern. Gerade bei der identitären Bewegung sieht man diesen Geist des männlichen Kampfbundes besonders deutlich, und zwar wenn man sich die Bilder anschaut, mit denen sie sich selber in Szene setzen und worauf die sich beziehen. Das wichtigste Material, was so auch am Anfang der identitären Bewegung stand, stammte ja aus diesem Film 300, dem Blockbuster 300. Ich weiß nicht, wer den kennt, da stammt dieses Symbol her, dieses Lambda, stammt dieser Schlachtruf Ahu her, da stammen alle möglichen Bilder her, die sie auch in sozialen Medien benutzen. Ich kann tatsächlich nur empfehlen, sich diesen Film mal mit dieser Brille sozusagen anzuschauen. Dieser Film zelebriert tatsächlich die soldatische Männlichkeit und zelebriert so eine Art faschistischen Kampfbund in Reinform. Also muskulär gepanzerter, festgeschlossener Männerbund, der die Heimat Europa gegen die Bedrohung aus dem Osten, gegen irgendwelche untermenschenartigen Kreaturen aus dem Osten verteidigt. Was wir auch noch sehen bei dem männlichen Kampfbund ist, dass er gewissermaßen als Vorbild für die von den Faschisten erträumte Gesellschaft dient.
Die sollen nämlich auch im Prinzip durchorganisiert sein wie eine perfekte Kampfmaschine. Die soll streng hierarchisch gegliedert sein. Die soll stark und unbesiegbar sein und sich gegen Konkurrenten in der Welt, gegen alle möglichen Feinde und Drohungen, auch gegen andere Staaten optimal durchsetzen können. Und da ist es wichtig zu sehen, dass die Faschisten sowohl in ihrem Kampfbünden als auch in diesem, was sie sich dann so vorstellen als die ideale Gesellschaft, die Volksgemeinschaft oder halt den faschistischen Staat, dass die dort nicht im Sinn haben, so eine Art Diktatur, wo es eine Spitze gibt, die gibt Befehle und dann wird alles von oben nach unten durchdekliniert und alles funktioniert wie ein Uhrwerk. Im Gegenteil, es soll so sein, dass sich die Beherrschten und die Herrscher, die Führer und die Geführten für gemeinsame Ideale zusammenschließen. Da soll kein Blatt Papier passen zwischen die Anführer und diejenigen, die angeführt werden. Die sollen alle in gemeinsamer Begeisterung und auch in gemeinsamer Kameradschaftlichkeit diesem gemeinsamen Ziel folgen, das da heißt Durchsetzung gegen die anderen Gruppen, also alle sozusagen, die außen gefährlich sind, wegbeißen, stark und unbesiegbar werden. Und alles, was innen stört, was dieser Formierung der Gesellschaft zur Kampfmaschine, zum sozusagen Großkampfbund hinderlich ist, ebenfalls unterdrücken, ausmerzen, vertreiben. Dieses gleichzeitige, stark nach außen werden und gleichzeitig alles, was stört beim Starkwerden, nach innen, wegdrücken, unterdrücken, vertreiben, ausmerzen, das ist so eine Gleichzeitigkeit, die wir immer wieder bei Faschismus finden, die wir auch in der extremen Rechten darüber hinaus finden, aber im Faschismus kommt das am stärksten, am radikalsten zum Ausdruck. Und das wird in den unterschiedlichen Faschismustheorien in ganz unterschiedlichen Formen immer wieder durchdekliniert mit unterschiedlichen Wörtern. Und hier hat man auf alle Fälle einen Ankerpunkt zum Verständnis von Faschismus. Wie sieht das nun bei der AfD eigentlich aus? Stell das nochmal einen kleinen Augenblick zurück und gehe zur nächsten Folie über. Ich habe jetzt schon viel zu diesen einzelnen Bedeutungsebenen von Faschismus, die ihr hier auf der Folie seht, gesagt. Ich habe diese Bedeutungsebenen auch nochmal auf die Flipchart geschrieben, weil das meiner Ansicht nach wichtig ist, mitzudenken, dass Faschismus das alles gleichzeitig meinen kann und meistens auch meint. Also es ist immer sowohl eine Ideologie und ein politisches Programm, als auch eine bestimmte Organisation, Bewegung oder Partei, eine bestimmte Art zu herrschen, einen Staat aufzuziehen gewissermaßen und eine bestimmte Art und Weise Politik zu machen. Vielleicht können wir diese vier Punkte mal so ein bisschen noch durchgehen und so ein paar Punkte dazu zu sammeln und dann immer auch mal schauen, wie es sich damit vielleicht bei heutigen Erscheinungen der extremen Rechten, namentlich der AfD, verhält. Also zu Ideologie und politischem Programm würde ich jetzt nicht mehr so viel sagen, hatte ich schon einige Mal erwähnt. Es geht um Ideologien menschlicher Ungleichheit und Ungleichwertigkeit wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus. Also Menschen werden in Gruppen einsortiert, verallgemeinernd, diese Gruppen werden in eine bestimmte Rangfolge gebracht, den einen wird mehr, den anderen werden weniger Rechte zuerkannt. Es geht um Hierarchisierung. Das haben wir bei der AfD allemal. Was wir bei ihr aber nicht unbedingt haben, ist so diese Zielrichtung auf eine Art großes Reich oder so, was Deutschland sich wieder erobern soll oder was Deutschland verteidigen soll. Das ist aber bei den Faschismen eigentlich immer im Kern enthalten, also dieses Bestreben, die eigene Gruppe möglichst stark zu machen, gegen andere Gruppen durchzusetzen, das finden wir bei der AfD halt nur so in Ansätzen, wenn sie halt sich dafür aussprechen, die Bundeswehr wieder stärker zu machen, wenn sie sich für eine eigenständigere Machtpolitik Deutschlands zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Pol aussprechen, dann sehen wir so gewisse Ansatzpunkte, die so in Richtung Großmachtpolitik gehen könnten, aber es ist nicht dieses Streben nach einem totalitär beherrschten Großreich, wie wir es von den klassischen Faschismen kennen. Noch geht es im Wesentlichen um die Wiederherstellung dieses alten, souveränen Nationalstaats, den sich die AfD erträumt oder zurückwünscht und was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Die Frage ist halt, wohin könnte sich das noch entwickeln, wenn sie weiterhin auch Erfolg haben sollten?
Bewegung, Partei und Organisation, da werden in der Faschismustheorie normalerweise auch solche Dinge betont wie diese männlichen Kampfbünde oder das Führerprinzip, also die Unterordnung unter so eine charismatische Führerfigur. Das haben wir in der AfD auch eher nicht. Also die Kampfbünde fehlen und der charismatische Führer, also es gibt so Leute, die sich gewissermaßen da in Wartestellung bringen oder die vielleicht denken, sie könnten sich in so eine Richtung entwickeln, aber noch ist das tatsächlich eine Partei, die über weite Strecken wie eine normale bürgerliche Partei organisiert ist und die nicht diese stark hierarchischen, diktatorischen Züge trägt. Herrschaftsform und Regime. Welche Art von Staat strebt die AfD an? Das ist, würde ich zumindest sagen, wir können es auch gerne diskutieren, nach dem, was sie so bisher von sich geben und nach dem, was auch in ihrem Parteiprogramm steht, eher nicht das, was wir als faschistischen Staat normalerweise in den Theorien haben. Also eine terroristische Diktatur, eine totale Herrschaft, wo es wirklich darum geht, mit Angst und Schrecken zu regieren, jeglichen Widerstand auszumerzen, eine schrankenlose Diktatur zu errichten. Bei der AfD geht es eher darum, die parlamentarische Demokratie zu schwächen, die Rolle der Parteien entscheidend zu schwächen, eine starke, autoritäre Spitze zu haben, die dann sozusagen immer den vermeintlichen Willen des Volkes erkennt und umsetzt. Also die AfD ist der Meinung, dass es ein deutsches Volk gibt, das auch die Bevölkerungsmehrheit stellt, was von der Abstammung her und kulturell gewisse klare Gemeinsamkeiten hat, was sich die AfD als homogen oder als rein mehr oder weniger vorstellt. Und der Wille dieses Volkes, der muss autoritär umgesetzt werden. Und und ab und zu muss dieses Volk eben auch gefragt werden oder soll diese Mehrheit soll dann ihren Willen durch Volksabstimmung zum Ausdruck bringen. Solche Systeme gibt es auch in Europa. Die gibt es in Ungarn, bei Orban, die gibt es bei Kaczynski in Polen. Das sind nationalistische, autoritäre Präsidialsysteme, die eben hin und wieder auch so Volksabstimmungen durchführen und sich dadurch Legitimation einholen. In so eine Richtung könnte es sozusagen auch gehen, wenn die AfD die Gelegenheit hat, den Staat und die Gesellschaft nach ihrem Willen zu formen. Bei der politischen Praxisform, dem politischen Stil, also der Art und Weise, Politik zu machen, da haben wir bei den klassischen Faschismen die Uniform, die Aufmärsche, die Fahnen, dieses ganze Militärische, was auch beim männlichen Kampfbund immer mit einhergeht. Wir haben die Verherrlichung der männlichen kriegerischen Jugend und dergleichen mehr. Das können wir bei der AfD auch höchstens in Ansätzen sehen. Was wir allerdings sehen können bei einer ganzen Reihe von AfD-Vertretern der zweiten und dritten Reihe und auch bei mindestens einem Vertreter der ersten Reihe, nämlich Björn Höcke, sind ganz deutliche Anleihen an einer faschistischen Art zu sprechen. Also Reden zu halten, eine faschistische Rhetorik in Anschlag zu bringen. Dazu sei jedem nur empfohlen, sich mal einen der wichtigen und konzentrierten Auftritte von Björn Höcke vielleicht mal auf YouTube anzuschauen. Da ist ganz klar, dass sich einer als Führer von Volksmassen, als Volkstribünen mit einer aus dem historischen Faschismus entlehnten Rhetorik versucht, in Szene zu setzen. Wir sehen also, wenn wir diese unterschiedlichen Bedeutungsebenen von Faschismus und so ein paar wichtige Punkte, die unterschiedliche Faschismustheorien da angebracht haben, wenn wir das mal auf die AfD anwenden, sehen wir an einigen Stellen ein paar Übereinstimmungen. Wir sehen an anderen Stellen so suchende Tastbewegungen, aber alles zusammen rechtfertigt noch nicht unbedingt die AfD in ihrer Gesamtheit als faschistisch zu bezeichnen. Es gibt in den Faschismustheorien ein Wort für so etwas wie die AfD, das nennt sich Protofaschismus, gemeint ist Vorform oder Frühform von Faschismus, gemeint ist, da sind Ansätze da und unter für die AfD oder für die Rechtsaußen in der AfD günstigen, für uns ungünstigen Bedingungen, könnte sich das auch zu einem richtigen Faschismus gewissermaßen entwickeln. Und ich denke, dass man zumindest für diesen Rechtsaußenflügel innerhalb der AfD, wie er von Björn Höcke und anderen repräsentiert wird, mit Fug und Recht dieses Wort des Protofaschismus benutzen kann. Allerdings ist das ein Wort, was sich wahrscheinlich für
die politische Agitation eher nicht so eignet, wenn man es erstmal ewig erklären muss. Aber wenn man sich unter den antifaschistischen Kräften und den demokratischen Kräften darüber unterhält, wie ist das einzuschätzen, dann wäre das, glaube ich, also könnte man das vielleicht in die Diskussion bringen, um einerseits sich klar zu werden über die Gefahr und das Bedrohungspotenzial, was dort angelegt ist, und gleichzeitig aber nicht den Unterschied zu verwischen zu den sozusagen echten Faschisten und Nazis, die es auch gibt, die waren ja auch nie weg und ihren zum Teil blutigen Gewalttaten. So. Dann würde ich mal gerne versuchen, diese vier Bedeutungsebenen von Faschismus nochmal in irgendeiner Art und Weise ein bisschen zusammenzuführen. Und zwar mache ich das mit dem Phasenmodell des Faschismus des US-amerikanischen Historikers Robert Owen Paxton, der Faschismus als einen sozialen Prozess beschreibt, also als etwas, was in einer Gesellschaft passiert und was mit einer Gesellschaft passiert. Diese Ansicht von Faschismus bringt es mit sich, dass man sich nicht eine Momentaufnahme anschaut, also beispielsweise den italienischen Faschismus, wie er im Jahr 1925 war, und darüber dann redet, sondern dass man immer das Phänomen in seiner Entwicklung, von der Entstehung bis zum vorläufigen Ende oder bis zum Bruch in der Entwicklung sich anschaut. Die erste Phase in diesem Modell ist die der Entstehung oder die Initiation. Da sind wir wieder bei diesen männlichen Kampfbünden, da sind wir auch bei den protofaschistischen Intellektuellen, die in einer ganz schweren Krisensituation, das war beispielsweise in Italien und in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, die Grundform der faschistischen Bewegung entwickeln und die Grundform der faschistischen Ideologie sich ausdenken. Gewissermaßen, diese ersten Faschisten sind immer solche, ja, sind immer glühende Nationalisten, die ihre Nation, ihre Gesellschaft vom Untergang bedroht sehen, vom Niedergang bedroht sind, die überlegen, was können sie tun, um der Nation zu der Größe zu verhelfen, die ihr in ihrem Denken eigentlich zukommen würde, und sie trachten nach Wegen zu einer machtvollen und ganzvollen nationalen Wiedergeburt und da überlegen sich, wie können wir das hinkriegen, diese Wiedergeburt. Und der Weg dahin, das soll sozusagen der Faschismus sein. Das soll das sein, was sie als Vorschläge in gewissermaßen für die Gesellschaft formulieren. In dieser Phase, also wenn wir das jetzt historisch uns anschauen, sind wir jetzt so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Hochzeit von Nationalismus und Imperialismus, kurz vor und kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Aber diese Initiation, die kann natürlich immer mal wieder neu kommen oder die kann in unterschiedlichen Gesellschaften auch zu anderen Zeiten kommen. Es ist sozusagen so ein grobes Modell, entwickelt am historischen Faschismus. Man kann es aber auch auf außereuropäische Gesellschaften und auf andere Zeiträume anwenden, meiner Ansicht nach. Dort in dieser ersten Phase sind die Männer tatsächlich noch unter sich. Wir haben da keine Frauen als Anführer oder Gründer oder Ursprungsautoren der faschistischen Bewegungen, aber schon in der Phase 2, dem Aufstieg zur Massenbewegung, da öffnen sich diese faschistischen Kerne nach außen und nehmen auch Frauen auf, nehmen ältere Menschen auf, nehmen alle möglichen anderen Leute auf, die nicht unbedingt zu diesem Bild des jugendlichen, heldenhaften Kämpfers passen, was die Faschisten gerne von sich selbst vermitteln wollen. Und dieser Aufstieg zur Massenbewegung, der gelingt ihnen nur unter zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, die gesellschaftliche Krise dauert an. Also größere und große Bevölkerungskreise haben das Gefühl, ja, unsere Gesellschaft ist im Niedergang, unsere Nation geht schlecht, es muss was passieren. Die zweite Voraussetzung dafür, dass die Faschisten zur Massenbewegung werden können, ist, dass man sie lässt. Dass also die wichtigen und einflussreichen Leute im Staatsapparat, in den Medien, in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter, dass die nicht die entscheidenden Maßnahmen ergreifen, um die Faschisten schon früh runterzudrücken. Und oder schaffen sie es, wenn es keine starke Linke oder keine starken antifaschistischen und demokratischen Kräfte gibt, die so eine ähnliche Rolle spielen können. Die dritte Phase wäre die der Machtübernahme. Das ist so in Reinform in Europa
eigentlich nur in Italien 1922 und in Deutschland 1933 passiert. In einer zugespitzten Krisensituation gelingt es der faschistischen Massenbewegung, sie ist ja dann schon zur Massenbewegung geworden, die Staatsmacht zu übernehmen. Und zwar gelingt ihr das deswegen, weil maßgebliche Kreise der gesellschaftlichen Führungsgruppen, namentlich Big Business, Spitzen des Großkapitals, der Bürokratie, des Militärs, des Staatsapparates, mit ihnen ein Bündnis machen und ihnen gewissermaßen die Staatsmacht übertragen. Und zwar, weil sie sich davon bestimmte Dinge erhoffen. Und diese Dinge, die sie sich da erhoffen oder die sie sich erhofft haben 1922 und in Italien 1933 in Deutschland, die lassen sich eigentlich auf zwei kurze Sachen bringen. Sie haben sich erhofft, dass diese Faschisten für sie die Linke zerschlagen und dass sie die Faschisten sie da, den Nationalstaat dazu bringen, einen neuen großen Krieg anzufangen und den auch zu gewinnen. In einer vierten Phase üben die Faschisten, wenn das alles klappt, sozusagen aus ihrer Sicht die Macht aus, sie können sie stabilisieren, sie schaffen es, ihre Gegner an den Rand zu drücken und auszuschalten und halt eigene Strukturen aufzubauen. Und in einer fünften Phase passiert es, dass sich diese faschistische Herrschaft entweder zu so einer Art normalen Militärdiktatur zurückentwickelt. Also Militärdiktaturen sind schlimm, aber zwischen ihnen und so einem Faschismus, der Massenmord ausübt, Angriffskriege führt und so weiter, ist nochmal ein großer Unterschied. Und solche Diktaturen gibt es heute noch, hat es vor und nach 1945, also vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und der Welt vielfach gegeben. Und es gab Faschismen, die diesen Rückbildungsweg gegangen sind. Beispielsweise in Portugal, das Regime von Salazar, oder auch in Spanien, das Regime von Franco, die sich nach so einer stürmischen und massenmörderischen, also wenn ich über Franco spreche, massenmörderischen Anfangsphase im Laufe der Jahrzehnte zu so einer Art normalen, konservativen Diktatur zurückentwickelt haben. Die andere Möglichkeit in Phase 5 ist die der Radikalisierung. Das ist der Weg, den erfreulicherweise bisher nur Nazi-Deutschland bis zum Ende gegangen ist. Dort kommt sozusagen das zerstörerische Potenzial des Faschismus völlig zum Tragen. Es kann nicht mehr in irgendeiner Art und Weise eingefangen werden. Und diese Radikalisierung, die kann vorkommen, wenn sich die radikale Fraktion innerhalb der faschistischen Führung gegen andere Fraktionen durchgesetzt hat, wenn sie sich auch gegen ihre vormaligen Steigbügelhalter aus den gesellschaftlichen Führungsgruppen, also aus Großkapital, Militär, Bürokratie, auch durchgesetzt haben, wenn sie es geschafft haben, eigene große Gewaltorganisationen aufzubauen, die nur ihnen gehorchen, so wie es in Nazi-Deutschland die SS war. Und vor allen Dingen, wenn es einen großen, ums Überleben geführten Krieg gibt, so wie es der Zweite Weltkrieg war, wo diese Nazi-Herrschaft die Möglichkeit hatte und den Raum hatte, ihre rassistischen, ideologischen Ideen in die Tat umzusetzen. Das wäre ihnen nämlich nicht möglich gewesen, ohne das, was also ohne ihre Eroberung im Osten Europas und ohne die totale gesetzlose Ordnung, die sie dort als Eroberer errichten konnten, wo sie ihre Rasseideen und antisemitischen Ideen in die Tat umsetzen konnten. Die unterschiedlichen Faschismustheorien, die es so gibt, habe ich mal hier auf dieser Folie versucht zusammenzuführen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Das sind so vier Hauptstränge. Die marxistischen, die psychologischen oder psychoanalytischen, diejenigen, die sich den Faschismus vor allen Dingen als Ideologie angucken, die dann auch auf Ideengeschichte gucken, vor allen Dingen, wie hat sich also ein Faschismus, eine faschistische Ideologie entwickelt, welche Autoren gab es da, und dann solche, die sich tatsächlich angucken, wie wird Faschismus gemacht, welche äußeren Formen werden da gewählt, was ist die Praxis im Faschismus, die praxeologischen. Diese unterschiedlichen Hauptstränge der Faschismustheorien haben alle so ihre Stärken und Schwächen. Die marxistischen und die psychologischen, psychoanalytischen sind beschäftigen sich eigentlich zu großen Teilen gar nicht unbedingt mit dem Faschismus selbst, sondern eher mit seinen Voraussetzungen. Wie bringt Kapitalismus eigentlich den Faschismus hervor? Wie bringt unsere moderne Gesellschaft den Faschismus hervor? Aufgrund der etwas vorgerückten Zeit, eigentlich hatte ich vor, noch ein bisschen was darüber zu erzählen, wie sich die Marxisten das so vorstellen, also ein, zwei so
Grunderzählungen zu bringen, wie in marxistischen Faschismustheorien das so aufgemacht wird, dieser Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus. Aber ich lasse das mal weg, gehe aber ein bisschen auf die psychoanalytischen noch ein. Deren Grundidee ist eigentlich, dass in unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft jeden Tag massenhaft faschismusanfällige Persönlichkeiten erzeugt werden. Menschen, die beispielsweise aus einem autoritären Elternhaus kommen, die nie gelernt haben, mit anderen Interessen umzugehen, im Grunde kann ich eigentlich nochmal zurück auf diese Beschreibung des soldatischen Mannes am Anfang. Ja. Also Leute, die ihre eigenen Gefühlsregungen nicht zulassen, die davor Angst haben, die sich von außen ständig angegriffen und überfordert fühlen und die deswegen so ein ganz starres Korsett für ihre Persönlichkeit benötigen, um sich zu stabilisieren und um in der komplizierten Wirklichkeit überhaupt funktionsfähig zu bleiben. Das sind starre Regeln und starre Einteilungen von oben und unten, die sie brauchen, auch von innen und außen. Wer gehört zu meiner Gruppe, wer gehört zur anderen Gruppe, wer ist Freund, wer ist Feind? Und eben auch die Anlehnung an Führerfiguren. In den klassischen psychoanalytischen Faschismustheorien, die sich mit Namen wie Wilhelm Reich und Theodor Adorno verbinden, stand vor allen Dingen die bürgerliche Kleinfamilie mit dem autoritären, prügelnden Vater im Mittelpunkt. Also hier wurde sozusagen, also die AfD ist, für die AfD ist ja die Familie die Keimzelle der Nation. Man könnte mit Fug und Recht eigentlich sagen, für diese psychoanalytischen Faschismustheorien ist die bürgerliche Kleinfamilie die Keimzelle des Faschismus. Das ist ein Familientypus, der in unserer heutigen Welt, zumindest in den Industrieländern, ein bisschen seltener geworden ist. An die Stelle dieser autoritären Kleinfamilie mit dem prügelnden Vater ist vielfach so eine Aushandlungsfamilie getreten, wo Interessenkonflikte zwischen Kindern und Eltern häufig zumindest auch mal durch Diskussionen oder durch Kompromisse geklärt werden. Es gibt aber Theoretiker, wie zum Beispiel die Autoren dieser Mitte-Studien, vielleicht kennen die einige, Fragile Mitte, Mitte im Umbruch, wie sie alle heißen, also Brehler und Decker von der Uni Leipzig, die sagen, eigentlich hat in unserer heutigen Welt wurde in unserer heutigen Welt diese autoritäre Instanz, die früher der prügelnde Vater war, so ein bisschen in die Individuen hineinverlegt. Die ständigen Anforderungen, die jeder Mensch in einer modernen, industriellen, kapitalistischen Gesellschaft ständig befolgen muss, sich durchsetzen, für sein eigenes Leben sorgen, Karriere machen, klarkommen im weitesten Sinne, das übt letzten Endes einen autoritären Druck aus, auch auf die ganz jungen Menschen, die zu so ähnlichen autoritären Verformungen führen können, zu so einem ähnlichen Drang nach Anlehnung an feste Regeln, an autoritäre Führer, wie bei den klassischen autoritären Persönlichkeiten. Also hier haben wir sozusagen einen Weg, wie man diese Faschismustheorien, die aus alle schon ihre Jahrzehnte auf dem Buckel haben, die an bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt worden sind, die heute nicht mehr unbedingt noch überall so sind, wie man versucht hat, die auch anzupassen an heutige gesellschaftliche Verhältnisse. Die ideozentrischen Faschismustheorien, die sie also vor allen Dingen Faschismus als Ideologie und angucken und wie hat er sich entwickelt, wo ist er entstanden, die sind sehr stark, wenn es um den Anfang von Faschismus, den Ursprung geht und wie die sozusagen in den ersten Jahren und Jahrzehnten sich entwickelt. Also wie kommt es dazu, dass junge intellektuelle Männer, soldatisch geprägte Männer auf bestimmte Krisenphänomene in der Gesellschaft so reagieren, dass sie im Prinzip Faschismus hervorbringen. Da entwickeln diese ideozentrischen Faschismustheorien eine große Stärke, weil man da sozusagen das von innen verstehen kann, was dort abläuft bei den Faschisten. Große Namen aus dieser ideozentrischen Theorie wäre beispielsweise der 2016 verstorbene Ernst Nolte, der zu dem damaligen Zeitpunkt, also 2016, ja der große alte Mann der rechtsintellektuellen Szene war, der aber am Anfang seiner Karriere in den 60er, 70er Jahren ein echt guter, fortschrittlicher Autor und Faschismustheoretiker war. Zeev Sternhell aus Israel, Politologe und Historiker, ist ein ganz großer Name auf diesem Feld. Der hat sich vor allen Dingen die Entstehung des Faschismus in Italien und Frankreich angeschaut. Das war gerade für mich persönlich ein regelrechtes
Erweckungserlebnis, kann ich fast sagen, als ich so Anfang der 1000er Jahre dessen kleines Buch Die faschistische Ideologie in die Finger kam, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Dort hat er nämlich ganz nachvollziehbar erklärt, was abläuft bei diesen ersten Faschisten und frühen Faschisten. Und es hat so viel auf die extreme Rechte in Deutschland nach der Wende in den 90er und 1000er Jahren gepasst, dass das tatsächlich wahnsinnig erhellend war. Die Zeit, in der der Faschismus die Macht ausübt, als Regime, so wie es in Italien und Deutschland getan hat, die wird wiederum von den marxistischen Faschismustheorien sehr gut ausgeleuchtet. Und vor allen Dingen leuchten die halt die Beziehungen zwischen den alten Führungs- und Herrschaftsgruppen und dieser neuen Führungs- und Herrschaftsgruppe der Faschisten aus. Namentlich die Beziehungen zwischen den Wirtschaftsbossen und den Führern der faschistischen Partei. Und die arbeiten halt speziell am deutschen Beispiel völlig zweifelsfrei heraus, dass es diese Wirtschaftseliten in Deutschland waren, die am Faschismus in Deutschland am meisten verdient haben, die davon am meisten profitiert haben. Das ist eines der großen historischen Verdienste dieser marxistischen Theorietradition. Und schließlich gibt es, wenn es um diese letzte Phase, diese Radikalisierungsphase des Faschismus geht, noch einen Theoriestrang, der heutzutage nicht mehr so bekannt ist. Das waren Leute, marxistisch geprägte Leute aus dem Umfeld des Instituts für Sozialforschung. Also es waren Leute, die haben für Menschen wie Max Horkheimer, Theodor Adorno gearbeitet, waren Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung, erst in Deutschland und dann, als es von den Nazis vertrieben wurde, im US-Exil. Und die haben am Beispiel Nazi-Deutschlands hervorragende Analysen dieser Art von radikalisierter faschistischer Herrschaft abgeliefert. Das große, bis heute würden viele sagen, nicht eingeholte Buch, wenn es darum geht, wie war der Nationalsozialismus eigentlich strukturiert, wie hat er funktioniert, wie lief das auch vor allen Dingen wirtschaftlich ab, ist das Buch namens Behemoth von Franz Neumann. Und ich habe diese unterschiedlichen kleinen Moment Lesetipps der einzelnen Stränge hier auf meiner Internetseite faschismustheorie.de in einem kleinen Dokument mal zusammengefasst. Also hier, das ist die Internetseite. Da ist dann so unterschiedliche Rubriken unterteilt und bei Vermischtes gibt es das dann. Da können sich Interessierte auf alle Fälle noch mit Lesetipps versorgen. Was ich zum Schluss noch vorstellen wollte, und da würde ich gerne wieder auf die AfD kommen, ist dieses Büchlein hier von dem Soziologen Andreas Kemper. Vielleicht manchen ein Begriff. Der tatsächlich unterschiedliche Modelle und Begriffe der Faschismustheorien auf die AfD anwendet. Und zwar nicht auf die gesamte AfD, sondern vor allen Dingen auf den Björn Höcke. Und der das eben auf eine, wie ich finde, beispielhafte und vorbildhafte Weise vorführt, wie man das machen kann. Wie man mit den Begriffen und Modellen der Faschismustheorie raufschauen kann auf heutige Erscheinungen der extremen Rechten und dadurch etwas an ihnen hervorbringt, was man vorher noch nicht sehen konnte. Er weist nach, dass die Gedankenwelt von Höcke wirklich genau von diesem Untergangs- und Niedergangsdenken geprägt ist. Die deutsche Nation ist krank, bis in die letzte innerste Zelle, die ist wie von so einer Art Geschwür oder Pilz oder Krankheit befallen. Und man muss gewaltsam gereinigt werden. Es braucht also sozusagen nicht einfach nur einen Wechsel in der politischen Führung oder Reformen oder dergleichen, sondern es muss wirklich mit Gewalt von Grund auf neu erschaffen werden, dieses Deutschland. Und genau da gehört auch diese Rhetorik hin von Höcke, wenn er sagt, sinngemäß, solange ich in der Partei noch was zu sagen habe, hören wir nicht auf, bis wir 51% bei Wahlen bekommen haben. Also bis wir sozusagen die Mehrheit bekommen haben und diese Gesellschaft und diesen Staat nach unserem Bilde formen können. Oder wenn er, das sagt er ja immer schon, wenn er sagt, die AfD ist die letzte friedliche oder evolutionäre Chance für Deutschland. Noch, und deswegen wieder zu diesem Wort Protofaschismus und oder wie faschistisch ist die AfD oder wie weit ist sie da sozusagen, noch ist der Politikmodus der Forderungen zu stellen und Reformen zu verlangen, aber gedroht wird schon mit dem anderen Modus, dem Modus von Bürgerkrieg, Revolution, Revolte. Das ist, verbirgt sich hinter diesem, wenn wir erstmal das Sagen haben, dann wird richtig aufgeräumt und wenn das mit uns friedlich nicht klappt, dann ziehen wir andere Seiten auf. Andreas Kemper bringt in seinem im Buch auch noch andere historisch entstandene Modelle von Faschismustheorie in Anschlag. Beispielsweise geht es bei ihm
auch darum, welche sozialen Milieus sind besonders anfällig für Faschismus. Was ist mit dieser Figur, die auch heute wieder überall, wenn es um die Erklärung der AfD-Erfolge geht, überall rumwabert? Was ist mit dem Kleinbürgertum oder den Mittelschichten, dem Mittelstand? Wie, ist das so, dass die irgendwie besonders dann der AfD zuströmen oder wenn ja und wie und nein? Also auch solchen Sachen widmet er sich, die ich heute nun, obwohl es interessant wäre, gar nicht, also fast gar nicht mal streifen konnte. Ich würde das Buch einfach mal rumgehen zum Angucken. Ist jetzt schon mehrmals rumgegeben worden, sieht entsprechend aus. Aber das will ich tatsächlich auch nochmal wärmstens empfehlen und ja, würde jetzt nach einer knappen Stunde gern zum Ende kommen und freue mich sehr auf eure Diskussionsbeiträge, Fragen und Anmerkungen. Genau, wir haben jetzt die Möglichkeit zur Diskussion, wir zeichnen die Veranstaltung auf. Ihr könnt gerne sagen, wenn ihr nicht genannt werden möchtet oder wenn euer Redebeitrag rausgestrichen werden soll in der Aufzeichnung später. Wenn ihr aber aufgezeichnet werden wollt, könnt ihr gerne die Mikrofone benutzen. Dafür müsst ihr auf den Knopf drücken, dann leuchtet es rot und dann könnt ihr einfach reinsprechen. Dann wird es automatisch aufgenommen. Und auch sonst könnt ihr natürlich darüber reden, damit alle euch hören können. Und wie gesagt, wir können es nachträglich rausschneiden. Und wenn ihr am Rand sitzt oder in der Mitte, könnt ihr euch auch gerne an den Rand setzen, dann um an ein Mikrofon zu kommen. Oder dieses Mikrofon benutzen. So, also mich würde da mal interessieren, du hast das ja jetzt sehr schön, deine Faschismus oder die Faschismustheorien auf die AfD angewandt und dann gezeigt, wo sie steht, wo sie nicht steht. Könntest du vielleicht da in Abgrenzung oder im Vergleich zur AfD vor den aktuellen Geschehnissen das jetzt in knapperer Form natürlich auch nochmal auf die FPÖ anwenden? Ja, wir sammeln jetzt erstmal, wenn es noch andere Fragen gibt. Danke. Ich wollte fragen, bei diesen ganzen Theoretikern, die du eben genannt hattest, in welche Kategorie würdest du zum Beispiel, wir haben jemanden wie Hannah Arendt einordnen, die ja zum einen, sag ich mal, praxisbezogen mit Eichmann in Jerusalem Theorien zur Faschismusentstehung und zur Radikalisierung des Faschismus veröffentlicht hat und ansonsten mit Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft da ein sehr, sag ich mal, ausführliches theoretisches Werk abgeliefert hat. Wenn du da vielleicht mal so ihren Platz in der Faschismustheorie erklären könntest. Gibt es irgendwie systematisch noch irgendwie etwas, wo du tiefer erklären könntest, was an bestimmten historischen Beispielen Faschismus zum Beispiel sehr stark behindert hat? Es wird ja immer zum Beispiel dieses Argument hervorgebracht, ja, man darf die, also sehr vulgär, wer gegen Nazis ist, genauso schlimm wie Nazis und man muss doch mit ihnen reden und so. Und naja, also man kann auch dagegen sagen, ja, wo es starke antifaschistische oder linke oder wie auch immer Kräfte gab, wurde verhindert, dass es zu einer faschistischen Bewegung kam. Und gibt es dafür irgendwelche Beispiele, also wo das geschafft wurde, das einzudämmen? Reicht ja vielleicht auch erstmal für eine erste Runde. Vielen Dank für die Frage nach Hannah Arendt. Wollte ich eigentlich ein bisschen auch im Vortrag darauf zu sprechen kommen, in der Tat eine der wenigen ganz prominenten Frauen in der Faschismustheorie, aber sie selber sah sich gar nicht als Faschismustheoretikerin. Sie fand diesen allgemeinen Faschismusbegriff, den ich hier die ganze Zeit versucht habe zu entwickeln und zu füllen, total falsch. Sie war der Meinung, Faschismus ist nur angemessener Begriff für das Regime von Mussolini, und zwar für das Regime von Mussolini und ähnliche Regime dieser Art, die bei Weitem nicht diese Massaker veranstaltet haben, wie die Deutschen beispielsweise, bei Weitem auch nicht so diese totale Kontrolle über die Gesellschaft und diese Durchdringung der Gesellschaft zustande gebracht haben, wie Nazi-Deutschland das hatte. Sie hat aber, also bei ihr geht es um Nationalsozialismus und nicht um Faschismus. Man kann trotzdem sehr vieles von dem, was sie da schreibt, auch auf also sozusagen mit dem Faschismusbegriff, den ich jetzt habe im Kopf, lesen, und dann ist es total gewinnbringend. Ich kenne jetzt von ihr dieses Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, eine ganz wichtige Grundlage für mich, wo sie eigentlich die Entstehung des Faschismus, jetzt in meinen Worten, bei ihr wäre das die totale Herrschaft und die totalitäre Ideologie, wo sie das ganz hervorragend
darlegt, wie es aus den Krisenerscheinungen und dem Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Ihre drei großen Begriffe sind Rassismus, Antisemitismus und Imperialismus. Sie guckt sich diese drei Felder an, von Ende des 19. Jahrhunderts bis in ihre Zeit, also Mitte des 20. Jahrhunderts, und macht dann diese Sachen klar. Und es ist tatsächlich, gehört bestimmt zum Besten, was über Faschismus geschrieben wurde. Wenn nicht dieses zweite Aber wäre, nämlich, dass sie immer auf, ja, zum Teil, wie ich finde, schon krampfhafte Weise versucht, den Nationalsozialismus mit dem Sowjetsozialismus irgendwie gleichzusetzen oder so Parallelen zu finden. Ich würde auch gar nicht sagen, dass alle diese Parallelen jetzt falsch sind oder nicht, dass es die nicht geben würde, die sie da findet, aber dieses Bemühen, beides gleichzusetzen, führt zum Teil zu abenteuerlichen und hanebüchenen Sachen. Also es ist ein außergewöhnliches Buch, eben auch deswegen, weil in ihm sozusagen Gutes und weniger Gutes sehr eng und durchmischt vorliegen. Man muss da auch wirklich mit Vorsicht rangehen, unter anderem auch deswegen, weil sie meiner Ansicht nach in diesem Buch ziemlich massiv rassistische und antisemitische Stereotype bringt. Trotzdem ist die Analyse total eilend an vielen Stellen. Also Hannah Arendt. Zur FPÖ, der großen Rechtsaußenpartei in Österreich. Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus, um diese Frage wirklich beantworten zu können. Ich würde, das bisschen Wissen, das ich so habe, durch auch Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen und so, würde so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass die FPÖ ein ganz seltsames Phänomen ist. Die ist nämlich, ich hatte ja vorhin diesen Begriff des Protofaschistisch genommen, also Vorform von Faschismus, und solche, so wie bei der AfD, könnte man diese Vor- und Frühformen bei der FPÖ überall finden. Es gibt auch dort einen rechten Rand, es gibt die Verbindungen zu militanten Neonazis und so weiter. Und gleichzeitig ist die FPÖ aber auch nicht nur Vor- und Frühform, sondern auch Nachform von Faschismus oder Narzissmus, weil sie ist nämlich tatsächlich Sammelbecken der österreichischen Nationalsozialisten gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar auf eine direkte Art und Weise und eine eindeutige Art und Weise, wie es in Deutschland nicht der Fall war. In Deutschland gab es in allen möglichen Parteien jede Menge ehemalige Nazis, aber es gab nicht diese klare Verortung hier, dieses sogenannte dritte Lager, was die FPÖ dargestellt hat, wo die ganzen großer Teil der ehemaligen Nazis drin war. Also da sieht man übrigens, wie gesagt, ich bin da nicht der Experte, und ich würde die Frage tatsächlich auch sehr gerne an euch auch geben. Vielleicht gibt es hier den einen oder die andere, die bisschen mehr zu Österreich auf der Pfanne hat und die Frage auch nochmal beantworten kann. Vielleicht hast du auch dazu einen Gedanken, den du noch äußern möchtest, würde ich auf jeden Fall begrüßen. Aber was ich daran spannend finde, ist an diesem, dass eben man da auch wieder sieht, Faschismus kann ein Prozess sein, der kann so Wellen haben. Also die Welle des österreichischen Faschismus oder Narzissmus, die ging zwischen den beiden Weltkriegen tierisch hoch, wurde dann gewaltsam durch 45 durch die Niederlage abgebrochen. Es waberte dann aber in der FPÖ weiter. Jetzt geht es wieder sozusagen hoch. Die Partei hat sich verändert. Bestimmte Dinge in ihr wurden mal zurückgenommen, mal mehr rausgestellt. Und da sieht man halt diesen Prozesscharakter, finde ich, ganz gut. Ja, und die Frage nach den Faktoren, die Faschismus behindern oder begünstigen, die ist sehr groß. Du selbst hattest ja diese Sache mit der starken Linken angebracht. Als eine, als etwas, was den Aufstieg von Faschismus bremsen kann. Das ist sicherlich richtig. Also wir erinnern, also man könnte zum Beispiel sagen, also ab Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre in Westeuropa, inklusive Westdeutschland, wo die unterschiedlichen linken Bewegungen, gerade auch die radikale Linke, einen Aufschwung hatten, wo die wirklich die gesellschaftliche Debatte bestimmt haben, über deren Themen wurde halt diskutiert. Da könnte man sagen, hat die extreme Rechte in den meisten Ländern nicht so richtig etwas auf die Beine bekommen oder konnte jedenfalls nicht so einen Aufstieg nehmen wie jetzt. Andererseits, wenn man sich die Zeit, wenn man sich beispielsweise Deutschland in den 20er und 30er Jahren anschaut, die Arbeiterbewegung mit ihren Organisationen, Sozialdemokratie, Gewerkschaften, Kommunistische Partei, die war richtig stark. Die haben Hunderttausende und Millionen Menschen organisiert, waren zerstritten, ja, aber sie haben wirklich eine Menge organisatorische Macht gehabt. Davon ist heute, also auch nicht mehr nur ein Schatten übrig geblieben von dieser Macht.
Und trotzdem haben die Nazis 33 die Herrschaft übernehmen können. Also was auf alle Fälle nicht funktioniert, ist einfach zu sagen, je nachdem wie stark oder wie schwach die Linke ist, so ist auch dann der Faschismus stark oder schwach. Da kommen auf alle Fälle noch eine Menge Sachen mit dazu. Der letzte Gedanke dazu und auch diese Frage würde ich gerne auch nochmal an alle stellen. Vielleicht habt ihr auch noch so Ideen. Ganz entscheidend scheint mir zu sein, wie ist die internationale Situation? Gibt es Wettrüsten? Gibt es neue Blockkonfrontationen? Ist Kriegsgefahr angesagt? Dann ist, glaube ich, die Chance für Faschisten sehr groß, weil sie können auftreten und sagen, wir haben die radikalste, die konsequenteste Idee, wie wir uns wehren können gegen unsere Feinde. In dem Moment, wo aber eher internationale Entspannung angesagt ist, Freihandel, wo nicht die Kriegsgefahr latent oder manifest überall die Hauptsorge der Menschen darstellt, in dem Moment scheint den Faschismen auch einiges von ihrem Nährboden entzogen zu sein. Die Blütezeit der Faschismen, wo sie sozusagen ihren großen Lauf hatten, war eben vor und nach dem Ersten Weltkrieg, wo diese Zeit der ganz scharfen Konfrontation zwischen den Großmächten und Wettrüsten und Kriegsgefahr. Und jetzt ist die Frage, wohin bewegen wir uns eigentlich? Also die Gefahr einer neuer kriegerischer Auseinandersetzung, eines neuen Wettrüstens und so weiter, eines Endes dieser, ja, zum Beispiel auch des freien Handels, freien Welthandels, sondern die wird immer wieder heraufbeschworen und tatsächlich, denke ich, wird das eine ganz entscheidende Frage sein, wenn es um die Zukunft des Faschismus geht. Aber an der Stelle ja, bitte ich einfach um weitere Nachfragen oder Beiträge vielleicht auch zu diesen Punkten, die jetzt eben geäußert wurden. Also Österreich kam, wie ist die FPÖ einzuschätzen und was ist schlecht für den Aufstieg von Faschismus, was vielleicht eher günstig? Also Fragen. Ich hätte nochmal eine Nachfrageverständnis zu der Anwendung der Faschismustheorien auf die AfD. Da war mir oder ist mir nicht ganz klar geworden, was jetzt der Nutzen ist, die AfD noch, also nur in Anführungsstrichen als protofaschistisch einzuschätzen. Insbesondere das Kriterium konnte ich nachvollziehen, dass die quasi keine eigenen Kampfverbände haben. Weil könnte man ja auch umdrehen und sagen, die teilen, also es ist so eine arbeitsteilige Geschichte mit dem nationalen Widerstand oder den autonomen Nationalisten oder wie sie auch immer bezeichnen wollen, die freien Netzwerke oder wie sie alle heißen. Du hattest ja selber das Beispiel gebracht, die Braunhemden, die SA und die NSDAP waren organisatorisch auch zwei unterschiedliche Dinge und die Jobbik und die ungarische Garde sind, auch wenn es eben diese Verflechtung, also oder diese Annäherung personell gab, aber auch das sind ja also organisatorisch zwar unterschiedliche Sachen, auch da gibt es jeweils diesen arbeitsteiligen Prozess. Kann man das bei der AfD nicht damit erklären, dass es eben noch nicht mehrheitsfähig ist, wieder so radikal von Säuberung des Volkskörpers zu sprechen und Entsorgung als Unwerten, wie das eben die Nationalsozialisten dann praktiziert haben, eben aufgrund der Geschichte in Deutschland. Danke. Ich hatte eine Nachfrage zu den zu den plebiszitären Elementen, die angesprochen wurden. Ist denn oder wie du das einschätzt, diese Prämisse, die sich auch gerade aus so einer Weimarer Republik Parlamentarismuskritik nach Schmidt irgendwie ergibt, dass man sagt, es gibt eine Identität von Volk und von Führer. Das heißt, das Volk hat einen Gesamtwillen und der bringt sich dann zum Ausdruck, also diese Akklamation. Ist das, würdest du das als genofaschistische Argumentation, Gedankengang bezeichnen, diese Prämisse? Und in welchem Maße siehst du die jetzt in deiner Anwendung auch bei der AfD gesehen? Du hattest eben im Zusammenhang mit den psychoanalytischen Modellen davon gesprochen, dass, sage ich mal, die totalitäre Familie ein Ursprung sein kann für Menschen, die später eben solchen faschistischen Autoritär. Autoritär, ja.
Jetzt, sage ich mal, entspricht ja der Prototyp des AfD-Wählers oder wird ja auch dargestellt als eben dieser Ostmann, kann sozusagen das Aufwachsen in einem totalitären Staat ähnliche Effekte haben wie das in einer totalitären Familie? Ist das vergleichbar? Die richtige Frage an jemanden aus Ostberlin. Nein, aber gut, ich würde euch gerne auch nochmal ermutigen, auch durchaus aufeinander Bezug zu nehmen, wenn euch da irgendwie was einfällt. Also die erste von den letzten drei gestellte Frage ob es wirklich zureiche, die AfD noch als protofaschistisch zu bezeichnen, ob sie nicht schon viel mehr wäre, ob es da nicht eine Art arbeitsteiliges Vorgehen auch gäbe zwischen den militanten Neonazis und der AfD. Ich kann das ehrlich gesagt nicht erkennen. Ich würde euch da auch an dieser Stelle sozusagen fragen, vielleicht habe ich da irgendwas nicht auf dem Schirm. Ich würde sagen, dieser, sag mal, echte Faschismus, Kampfbund-Faschismus, wenn man so will, der war ja nie weg. In der bundesdeutschen Neonazi-Szene hat das immer wieder gegeben, bis hin zur Gründung terroristischer Organisationen, siehe NSU, diese ganze Kameradschaftsabteilung, autonomen Nationalisten, das drängte schon immer, eigentlich immer vom ersten Augenblick an, auch in diese Richtung gewalttätiger Kampfbund von Männern. Und erst so in den letzten Jahrzehnten wurde auch die Rolle der Frauen dann stärker und dann auch von der Forschung und von der Theorie stärker reflektiert, die Rolle der rechtsextremen Frauen in der Szene. Und das scheint mir schon aufs Ganze gesehen erstmal ein Randphänomen in der westdeutschen Gesellschaft zu sein, was nicht bedeutet, dass es unwichtig wäre. Diese Neonazi-Banden haben in unterschiedlichen Regionen und Teilen der Gesellschaft wirklich ganz schlimme Auswirkungen gehabt, haben Angst und Schrecken verbreitet, haben No-Go-Areas oder Angsträume geschaffen. Aber ich denke, wenn man das mal sozusagen vergleicht mit dem heutigen Zulauf für die AfD, dann war es eben doch ein Randphänomen. Also wir wussten ja immer schon aus unterschiedlichen Studien, dass so 15-25% der deutschen Bevölkerung bereit wären, einer Partei Rechts von Union und FDP bei Wahlen ihre Stimme zu geben. Jetzt nähert sich das so langsam von unten diesem Durchschnittswert halt auch an durch die AfD. Und ich denke, dieses Land würde ganz anders aussehen, wenn auch nur die Hälfte oder ein Drittel dieser Leute wirklich auf diese Kampfbundkarte setzen würde. Also wenn wirklich von mir aus nur 10% dieser ganzen AfD-Anhänger wirklich sagen würden, okay, jetzt reicht's. Wir gründen jetzt Milizen, Bürger werden, was auch immer. Ich glaube, das wäre ein qualitativer Unterschied zu dem, was wir jetzt haben. Und darum geht es mir eigentlich, zu erkennen, dass es ein Unterschied wäre. Und zwar nicht, um zu sagen, ach, alles nicht so schlimm, sondern um zu sagen, das könnte dahin kommen. Wir müssen was tun. Also dieser Dreh ist mir ganz wichtig, dass sie nicht so, na ja, gut, dann eben nur protofaschistisch, können wir uns zurücklehnen. Also, sondern im Gegenteil genau andersrum. Das kann dazu werden und man muss was machen. Aber gleichzeitig finde ich halt, um etwas gut machen zu können, braucht man auch mal diesen Schritt zurück. Auch mal den Schritt zurück von dieser Frage, was schreibe ich ins nächste Flugblatt oder so, oder sage ich bei der nächsten Demo. Und sich mal zusammen mit anderen darüber verständigen, was ist denn jetzt eigentlich gerade Phase? Also zum Beispiel dieses, also als einen Hinweis kann man ja dieses Phasenmodell des Faschismus beispielsweise nehmen. Wo befinden wir uns denn? Was spricht gegen die oder jene Entwicklung? Was müsste passieren, um diese oder jene Entwicklung vielleicht abzuwenden oder umgekehrt zu befördern? Und für diese interne Diskussion, glaube ich, helfen diese Begriffe und Modelle der Faschismustheorien. So eine Diskussion über was kann, darf, sollte oder müsste ich faschistisch nennen, die finde ich ehrlich gesagt unproduktiv, weil das kann man sowieso nicht kontrollieren. Dieser Begriff des Faschismus ist so entwertet und entgrenzt und wird von sämtlichen Leuten ja auch, also von den Rechten ja selber, die Rechten reden ja auch die ganze Zeit von Linksfaschisten, rote SA, Antifas an, was sie alles erzählen. Dieser Begriff ist sowieso so eine kleine Münze in der politischen Polemik, aber wenn man jetzt sozusagen analytisch was damit anfangen will, um dann im zweiten, dritten Schritt daraus eine Strategie zu entwickeln, dann muss man ein bisschen sauber bleiben bei den Begriffen. Dann ist es tatsächlich auch an der Stelle wieder bei den Begriffen und welcher Begriff ist angemessen. Anders kann man da das Denken irgendwie gar nicht richtig organisieren. So, und dann war noch was mit den plebiszitären Elementen. Ich glaube, für autoritäre
Herrschaft in der modernen bürgerlichen Gesellschaft ist dieses Element der hin und wieder arrangierten, inszenierten Volksabstimmungen, wo man sich dann Bestätigung für Politik holt, immer zentral. Und das ist auch eine ganz alte Sache. Also Marx und Engels haben mal in Mitte des vorvorigen Jahrhunderts einen Text geschrieben über den damaligen französischen Diktator Bonaparte, also den dritten, nicht den großen ersten, und haben so ein Modell von Bonapartismus entwickelt, was in der Faschismustheorie immer wieder rumgeistert, wo immer wieder versucht wird, auch mit diesem Bonapartismus-Modell was zu erklären an Faschismus. Gerade bei den Marxisten gibt es da einige, die das versuchen. Und da ist es zum Beispiel zentral. Da ist so ein charismatischer Typ, ein Berufspolitiker, in dem Fall halt ein Putschist und Diktator, der sozusagen immer großes Theater macht und der so hin und sich auch als Wohltäter der kleinen Leute aufspielt und auch als nationalistischer Held und Kriegsheld und so, und der dann hin und wieder sozusagen die Massen zur Wahlurne ruft, um sich Bestätigung abzuholen. Bei der AfD ist es so, dass also das ist eben nicht speziell, also oder das macht nicht das Wesen von Faschismus aus, das ist, würde ich sagen, kein Wesensmerkmal von Faschismus, sondern das gehört generell zu autoritärer Herrschaft in einer modernen Gesellschaft, weil moderne Gesellschaft ist Massengesellschaft, irgendwie sind alle schon beteiligt, alle haben Zugang zu Massenmedien, viele können lesen, schreiben und so weiter, man muss die irgendwie beteiligen, man muss irgendwie oder zumindest so tun, als wären sie beteiligt. Und dann gibt es da so unterschiedliche Wege, das zu tun. Und jetzt wieder zurück auf die AfD. Die fordern ja diese Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild auf allen Ebenen. Im Hintergrund stehen natürlich diese Volksabstimmungen, die rechte Schweizerische Volkspartei an den Start gebracht hat. Abschiebung straffälliger Ausländer, Moscheeminarettbauverbot. Was so ein bisschen fehlt bei der AfD, zumindest auf der Ebene des Programms, ich beziehe mich jetzt auf das aktuelle Bundestagswahlprogramm, aber für die anderen gilt es auch, die ich kenne. Was da ein bisschen fehlt, ist so dieser andere Teil, nämlich die autoritäre Spitze. Es gibt nicht so richtig bei der AfD in der Programmatik so Vorschläge, dass man jetzt einen ganz starken Präsidenten einführen muss oder dass man irgendwie halt diesen Diktator, diesen Bonaparte, Napoleon-mäßig oder noch schlimmer an den Start bringen muss. Aber es gibt ja diesen Spin-Doktor der AfD, vor allen Dingen ihres Rechtsaußenflügels, den Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik, der Chef von dem, was so sich selbst neue Rechte nennt, obwohl das nicht neu ist. Und man möchte schon mal gar nicht mehr über die reden, weil über die wird so viel geredet und gibt so viel Hofberichterstattung und Journalisten, die dann dahin reisen auf sein komisches Rittergut und ihm aus der Hand fressen, dass man eigentlich schon lieber nicht über die reden möchte. Aber egal, der hat diesen Monat in der New York Times anscheinend in einem unbewachten Moment was geäußert. Also der hat dem Journalisten was gesagt. Er meinte, eigentlich wäre ein starker Mann ganz gut, der vorbei am Parlament und vorbei an den Gesetzen regiert, gestützt auf Militär und Polizei, der endlich die Grenzen dicht macht und die Herrschaft des Rechts und den Nationalstaat sozusagen wieder richtig durchsetzt. Und bezog sich dabei auch auf den faschistischen Vordenker Karl Schmitt, der dann immer kommt, wenn es um diese Geschichten geht. Das heißt, dort ist das präsent, diese Idee. Das ist aber noch nicht der faschistische Führer mit der Massenbewegung und den Kampfbünden und den Milizen. Das ist auch wichtig. Das ist noch der Diktator à la Bonaparte, der sozusagen mit Polizei, Militär und Geheimdienst autoritär herrscht, sich zwar auch von unten vom Volk die Bestätigung holt, aber das ist noch nicht der sozusagen die ganze Gesellschaft mobilisiert und dann sowas wie die Nazi-Partei, die SA oder die SS hinter sich hat. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber auf jeden Fall, auch da würde dieses Wort protofaschistisch auf alle Fälle passen, die Vorstellung einer solchen autoritären Herrschaft eines Mannes, ganz klar dann auch wieder männlich konnotiert, die sind also da bei diesem wirklich sehr, leider Gottes, sehr, sehr einflussreichen Kubitschek von der Neuen Rechten. Ja, und die Ostmänner, die Frage war ja, ob autoritäre Sozialisierung in so etwas wie in einem autoritären System wie dem DDR-Sozialismus, ob das auch dazu führen kann, dass man jetzt anfälliger wird für Rechtspopulismus und Rechtsextremismus oder für Faschismus. Das war so etwa die Frage. Ich denke schon, dass das ein Faktor sein kann, so wie jedes Aufwachsen in einem autoritären Milieu. Es kann auch ein katholisches oder ein protestantisches oder ein spießerisch-provinzlerisches Milieu muss dazu führen, dass eine Person anfälliger wird für faschistische Ideen und Modelle.
Ich denke aber, dass man sich hüten sollte, diese Ursachenanalyse eng zu führen auf so etwas. Das ist, wenn, dann immer nur eins von mehreren Dingen. Ich würde mir, also die Frage der Erziehung und der frühkindlichen Prägung, die ist wichtig. Aber ganz wichtig ist auch die Frage, in welchem politischen Umfeld, in welchem Milieu wächst man auf? Was sind eigentlich die Begriffe, Ideen, Ideale, die man so mitbekommt? Und in Ostdeutschland hatten wir die Situation, dass die Transformation dieses sogenannten Sozialismus sich auf eine Art und Weise vollzog, dass ein Großteil der gesellschaftlichen Strukturen praktisch über Nacht wegbrach. Tatsächlich ein Riesenausmaß an Orientierungslosigkeit und ja auch ja, vorhanden war und dass das zum Teil ziemlich schnell und auch zielstrebig von Rechtsextremen und von Neonazis gefüllt wurde in vielen Gegenden und Städten und Regionen. Von solchen, die schon vorher da waren in der DDR oder von solchen, die rüberkamen, das hat es auch eben. Und ist sowas erstmal verwurzelt in der politischen Kultur und in der Alltagskultur einer Gesellschaft in einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet, dann ist es sehr, sehr schwer, dieses Milieu wieder aufzubrechen. Und das wird auch von Generation zu Generation so weitergegeben. Also da muss man, glaube ich, nicht nur auf die DDR gucken, man muss auch auf die Wendezeit gucken und dann selbstverständlich auch auf die Zeit seitdem. Ja. Ja, ich wollte fragen, ob du Empfehlungen geben kannst zu moderneren Faschismustheorien, die auch stärker die Rolle von Frauen zur Entstehung des Faschismus mit einbeziehen. Also weil gerade wenn wir jetzt Vergleiche herstellen zur AfD und so weiter, spielen ja Frauen durchaus eine Rolle, prominente Frauen. Genau. Es ist ja leider so, dass die theoretische Tätigkeit häufig so ganz komisch zerteilt wird, unter anderem auch dadurch die Frage, welche Begriffe wählt man, wo kann man überhaupt sich an den Universitäten andocken, wo kann man Fördergelder bekommen, und mit dem Begriff Faschismus ist in Deutschland ziemlich schwer im universitären Betrieb durchzukommen, sich zu verankern. Das ist immer noch, obwohl sich das schon verändert hat, randständig. Und das meiste, was hier zu diesem Thema läuft, ist tatsächlich unter dem Begriff Rechtsextremismusforschung. Und da gibt es ein Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus, die, glaube ich, zumindest was so den deutschen Bereich angeht, ganz bahnbrechende Sachen gemacht haben. Für die Leute, die ein bisschen weiter noch zurückgehen wollen, aber eben nicht zu weit, also schon zu den neueren Faschismustheorien, würde ich auf alle Fälle neben dem bereits erwähnten Klaus Teweleit mit seinen Männerfantasien oder auch mit seinen neuen Büchern, Das Lachen der Täter, wo er sich so diese, also dann ist es schon nicht mehr soldatische Männlichkeit, dann ist es Killer-Männlichkeit, Vernichter-Männlichkeit oder so. Das verfolgt er dann von Breivik zu IS zu NSU und unterschiedlichen Beispielen. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Ich habe das noch nicht gelesen, nur darüber. Und dann gibt es den Faschismus- und Nationalismusforscher George L. Mosse, der unheimlich viel geschrieben hat, unter anderem auch ein Buch namens Das Bild des Mannes. Da geht es um Männlichkeits- und darüber hinaus Geschlechterbilder in den modernen nationalistischen Massenbewegungen, die so ab Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Und das ist sozusagen genau ins Zentrum dessen, worum es geht. Leider ist er halt auch wieder nur ein eher weißer alter Mann, also war er ja nicht immer, aber ist auch schon tot. Naja, jedenfalls, aber das ist ein Thema und ich habe hier mal drei meiner Ansicht nach fortgeschrittene Faschismusdefinitionen als Handout mitgebracht. Ich glaube, es reicht nicht für alle. Ich würde es einfach zum Mitnehmen hier vorne mal hinlegen. Und das ist eine etwas ältere, eine etwas neuere und eine relativ neue. Und man merkt schon, dass in der neuesten dieses Thema Geschlecht eine viel größere Rolle spielt. Und ich glaube, dass derjenige, der das geschrieben hat, wäre zum Beispiel eine Adresse, wo man sich mal informieren könnte. Und ja, ansonsten muss ich an der Stelle leider auch nochmal wiederholen. Ich bin auch dankbar noch für Hinweise. So alt, mit allzu viel kann ich an der Stelle leider nicht dienen, aber...
ändert sich ja vielleicht auch noch. Dankeschön. Ich würde ganz gerne nochmal auf deine Frage bezüglich der FPÖ eingehen. Und zwar glaube ich, dass es bei der FPÖ eine deutlich größere Akzeptanz faschistischer Tendenzen hast. Das ist zum einen zu erklären mit der Sozialisierung der meisten Vorder- und Hinterbänkler im burschenschaftlichen Milieu. Und natürlich der Parteiführer, wie zum Beispiel Strache, in so Organisationen wie der volkstreuen außerparlamentarischen Opposition von Gottfried Küssel, der unter anderem auch Holocaustleugner war und da eben Wehrsportübungen durchgeführt hat. Also dieses Bild der soldatischen Männlichkeit ist da, glaube ich, einfach sehr weit ausgeprägt. So. Und dann als zweites so zum Thema, wie weit diese Akzeptanz faschistischer Tendenzen fortgeschritten ist. Beim Wiener Opernball letztes Jahr sind wieder einige Abgeordnete der FPÖ mit einer blauen Kornblume am Revers erschienen. Und die war das Zeichen der österreichischen Nationalsozialisten nach dem Verbot der NSDAP in Österreich. Und ich glaube, das zeigt einfach ganz gut, welche Tendenzen es in dieser Partei gibt. Ob man das eindeutig und endgültig beantworten kann, wie jetzt der Status der FPÖ ist, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Ja, noch letzte Möglichkeit oder vorletzte Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder einen Diskussionsbeitrag zu bringen. Sonst sitze ich auch noch ein bisschen hier und hatte noch, also hier sind auf dem Handout sind so drei Faschismusdefinitionen, die ich recht umfassend und gut finde und auch präzise. Und dann ist hier nochmal ein etwas älterer Text von mir, der sich nochmal die Theorien in ihrer Entwicklung anguckt und ihre Stärken und Schwächen. Da sind relativ wichtige Teile von dem heutigen Vortrag nochmal ein bisschen weniger mündlich, ein bisschen schärfer und kürzer gefasst. Also bitte mitnehmen. Und ansonsten findet ihr beides spätestens ab morgen oder übermorgen. Also der ist jetzt schon auf meiner Seite, der kommt auf meine Seite und könnt ihr also auch bei faschismustheorie.de nochmal schauen, wenn ihr mögt. Dann würde ich die Gelegenheit nochmal nutzen. Erstmal vielen Dank, das waren ein paar interessante Hintergrundinformationen auf jeden Fall. Ich werde mich auch mal ein bisschen näher mit befassen, jetzt denke ich mal mit der FPÖ aus aktuellem Anlass. Und dann würde ich die Gelegenheit nutzen, um eben doch noch eine Frage zu stellen. Und zwar hattest du ja gesagt, dass die Faktoren Blockbildung, Wettrüsten und Kriegsgefahr die Entstehung von Faschismus begünstigen oder sehr begünstigen. Und da musste ich jetzt sofort daran denken, eigentlich waren ja diese drei Faktoren Blockbildung, Wettrüsten, Kriegsgefahr in der Zeit von nach 1945 oder von 1945 bis erstmal 1989, 90, fast eigentlich, will ich sagen, also größer und stärker vorhanden als je zuvor, aber mindestens mal gleich. Und da hat man ja nun von relativ wenig von Faschismus mitbekommen. Insofern stellt sich das erstmal als Widerspruch zu deiner These dar, aber andererseits habe ich mir überlegt, könnte man natürlich da auch sagen, da war einfach die krachende Niederlage des Faschismus vielleicht auch einfach noch zu nah und zu präsent, so dass es in gewisser Weise das dann auch wiederum verhindert hat. Und da, also das war so mein Gedanke dazu, da würde ich vielleicht deine Meinung zu, würde mich interessieren. Ja, ja, dieser diese Situation des Kalten Krieges war eine Situation, wo es natürlich die scharfe Blockbildung und das Wettrüsten und so weiter gab, aber es war gleichzeitig auch eine Situation, wo diese Konflikte auf gewisse Weise stillgestellt waren, eben durch dieses Gleichgewicht des Schreckens. Was wir vor dem, also diese beiden Supermächte, USA und Sowjetunion, beherrschten die Szene so stark, dass es an vielen Stellen der Welt so eine Art Einfrierung kam. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Situation ein bisschen anders. Die größten Kolonial- und Industrie- und Weltmächte, Großbritannien und Frankreich, wurden von den etwas später gekommenen, aggressiv aufstrebenden Newcomer-Imperialismus-Mächten Italien und Deutschland herausgefordert. Gerade deswegen auch kein Zufall, dass gerade in Italien und Deutschland so nationalistische Konzepte auch schon vor dem Ersten Weltkrieg stark wurden. Das war eben genau dieser Lösungsvorschlag, sozusagen, liebe Nationen, wir müssen jetzt richtig was tun, uns aufzumanteln, um endlich auch unseren Platz an der Sonne zu kriegen, um endlich auch so ein Imperium zu bekommen.
da waren die Dinge also mehr in Bewegung. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es mal eine relativ lange Periode, wo es so aussah, als würden sich die führenden Industriemächte, wenn auch mit viel Problemen, so auf irgendwie so eine Art zerbrechliches Arrangement einigen, das da so ungefähr heißt, wir halten mehr oder weniger Frieden miteinander, wir sorgen aber schon für vernünftige Ordnungs- und Wirtschafts- und Verwertungsbedingungen auf der Welt und wir zetteln jetzt keinen Krieg zwischen uns, den führenden Industriemächten, damit auch den führenden Militärmächten an. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir aufstrebende Großmächte haben, die ihren Teil vom Kuchen haben wollen oder ihre Claims abstecken, die vorher so noch nicht auf dem Plan waren. Wir haben die Situation, dass es absteigende Großmächte gibt, die mit Zähnen und Klauen ihren Status verteidigen wollen oder halt wieder dahin wollen, wo sie mal waren. Und wir haben so Supermächte, die oder eine Supermacht, die halt die schon noch die Supermacht ist und der keiner das Wasser reichen kann, die aber auch definitiv und auch in der eigenen Wahrnehmung auf dem absteigenden Ast ist und wo auch Leute überlegen, was können sie tun, um diesem Abstieg etwas entgegenzusetzen. Und diese, das heißt, da ist wieder was in Bewegung gekommen und da, diese Konstellation könnte, wenn es sehr schlecht läuft, auch wieder zu solchen extrem militaristischen, nationalistischen, imperialistischen, obwohl der Begriff der heutigen Bedingungen schwierig ist, Konzepten führen. Ja. Und die extreme Rechte in Europa hat das auch begriffen und möchte auch ein eigenes Imperium schon auflegen. Es gibt diese Konzepte. Also bei vielen Leuten, die uns, mit denen wir es so zu tun haben, läuft das unter dem Begriff Europa, der Völker, weißes Europa und so. Gerade die Identitären, die spinnen ja da schon so ihre Mythologie drumherum. Es gibt aber auch eine Abteilung, die nennen das Eurasien. Da soll das dann gleich von westlichen Punkt bis nach Sibirien reichen und soll so ein Großreich der weißen Völker sein mit Russland. Da gibt es auch eine starke Abteilung. Das heißt, solche als Idee, über die auch diskutiert wird, sind solche imperialen und militaristischen und rassistischen Konzepte unterwegs. Ja, weil halt auch in Europa die extreme Rechte oder die heutigen Faschisten halt begriffen haben, dass man in der globalisierten Welt gegen solche Big Player wie USA, China, Russland, Indien und andere nur etwas werden kann, wenn man zusammensteht. Und übrigens, die demokratischen Parteien oder die etablierten Parteien erzählen ja eigentlich nichts anderes. Also auch die erzählen ja, Europa muss sich zusammenfinden, sonst können wir nichts werden in der globalisierten Welt. Bloß sie haben natürlich ein anderes Konzept davon. Sie wollen das jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Krieg und Diktatur und Imperium, sondern aber die Grundidee ist auch die gleiche. Also die Frage der Zeit steht für alle sozusagen. Okay, wenn es jetzt keine Rückfragen mehr gibt, würde ich erstmal mich bei dir, Matthias, bedanken für den Input. Genau. Genau, ich hoffe, wir und ihr habt alle was mitnehmen können. Die Veranstaltung, wie gesagt, wir packen es nochmal auf YouTube in einem kleinen Podcast quasi. Das heißt, man kann das alles auch nochmal nachhören. Den Link von der Website würde ich auch nochmal in die Veranstaltung posten, damit ihr irgendwie da gucken könnt oder vielleicht nochmal nachlesen könnt, was Matthias sonst so schreibt. Genau, ansonsten euch nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr hergekommen seid. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt und irgendwie mitbekommen wollt, falls ich andere Veranstaltungen mache, wir machen öfters hier Kinoabend, da haben wir schon mal einen Film zu Verschwörungstheorien zum Beispiel gezeigt, könnt ihr gerne irgendwie auf Facebook das abonnieren, glaube ich, ist da am einfachsten, damit ihr das mitbekommt. Genau, und ansonsten, wir bauen jetzt hier langsam ab, aber ihr könnt gerne noch einen Moment hier bleiben und noch diskutieren, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich uns allen einen schönen Abend.